Leonard. Zeit für die Tabletten. Danke, Katie. Ohne dich ginge hier gar nichts mehr. Meine neue Pflegerin, Begleiterin und Freundin. Leonard. Wie lange haben Sie für Mr. Wellesley gearbeitet? Etwa 4,5 Monate. Und Sie arbeiten auch hier, Mr. Kettner? Seit ein paar Wochen. Wir sind verheiratet. Wir sind pleite. Ich finde schon was. Wir haben es doch weit geschafft, oder? Mein Beileid, Miss Franklin. Ich bin Mr. Wellesleys Anwältin. Er hat Ihnen alles vermacht. Wow. Ziehen Sie gerade um? Wir ziehen jetzt in Leonards Haus. Tja, Sie sind ein echter Glückspilz. Wir sollten vorsichtig sein. Findest du nicht, es wird Zeit, an uns zu denken? Hi, entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Mickey. Ein Makler. Gehört das Haus Ihnen? Das steht leider nicht zum Verkauf. Ich hatte das Gefühl, dass wir verfolgt werden. Schlatter! Es ist einer im Haus. Wir brauchen nichts davon. Das Haus ist jetzt unser Haus. Und ich schwöre dir, das nimmt uns niemand mehr weg. Ich rufe die Polizei. Nein! Solche Dinge können manche Menschen sehr verändern. Ich hätte Leonard nie was getan. Ich weiß, sie trifft keine Schuld.